Hallihallo, liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Action-Klassiker oder einen Action-Thriller aus dem Jahr 1987 mitgebracht, der seit dem 16. April, Beckys Geburtstag, 2021 im Handel erhältlich ist. Herausgegeben wird der Film von White Pearl Classics im Vertrieb von Derdu Soul Food und es handelt sich dabei um Rick Kings Film The Killing Time. Mit hier sehen wir Kiefer Sutherland, Jack Bauer in der Hauptrolle und er ist hier diesmal nicht so der Nette. Er ist, nein, ich will jetzt gar nicht spoilern. So, ich habe diesen Film vor Ewigkeiten mal gesehen. Es ist ewig her. Meine Erinnerung an den Film ist sehr, sehr, sehr lückenhaft. Deswegen möchte ich jetzt auch darauf verzichten, hier weiter ins Detail zu gehen. Aber ich kann sagen, dass mir der Film damals sehr gut gefallen hat. So, dieses Mediabook hier liegt aktuell preislich bei rund 20 Euro. Kann man also jetzt gar nicht groß meckern. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze ausschaut. So, es ist auf jeden Fall ein top besetzter Film. Wir haben nämlich neben Kiefer Sutherland noch Beau Bridges und Michael Madsen, Wayne Rogers, Joe Don Baker und Camelia Keith. Ja, toller Cast, wirklich toller Cast. So, der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, wie wir auf dem Aufkleber hier auf der Einschweißfolie sehen, die jetzt in den Müll wandert. Und das Mediabook hat eine leichte Leder. Optik. Es schaut also so ein bisschen ledrig aus, ist natürlich kein Leder, ja, das muss ich euch nicht sagen, ihr wisst das auch, aber es wirkt halt sehr wertig, sehr schön, liegt gut in der Hand und auch das Artwork hier vorne drauf, gut, ist jetzt nicht so ausgefallen hier mit einer Fotografie, ein bisschen stilistisch verfremdet, schwarz-weiß, bisschen grobkörnig, ist jetzt also nicht wirklich ganz toll. Also ich mag ja so gezeichnete Cover lieber, aber das fängt ja auch ein bisschen den Stil ein und hat auch ein bisschen was von dieser klassischen 80er Jahre VHS-Ästhetik. Ja, wenn das damals so in den Regalen stand, in den Videotheken, dann wusste man direkt, aha, hier Jack Bauer. Nee, man wusste, damals gab es ja noch keinen Jack Bauer. Na, aber ihr wisst schon, hier Kiefer Sutherland, das ist doch der böse Vampir hier aus dem Teenager-Film. Oder der Cowboy, der mit dem Charlie Sheen und seinem Bruder geritten ist. Genau so sieht's aus. Kiefer Sutherland halt, guter Schauspieler. Ich mag ihn gern. So, auf der Seite haben wir noch den Titel draufstehen. The Killing Game ist jetzt, ja, zweimal so ein bisschen versetzt. Also gut, ist, naja. Oben den Hinweis DVD und den Hinweis Blu-ray, denn es handelt sich hierbei um ein Kombipaket. Und hinten drauf haben wir dann nochmal Kiefer Sutherland, ein paar Szenebilder. Hier ist er, der junge Michael Madsen. Und ist er hier? Beau Bridges? Nee, sehe ich gerade nicht. Ich sehe ihn gerade nicht, aber innen drin werden wir ihn bestimmt zu sehen kriegen. Dann haben wir hier einen kleinen Werbetext, beziehungsweise, ja gut, dann hier eine Inhaltsangabe, wie gesagt, ein paar Szenebilder, den Hinweis auf das umfangreiche Bonusmaterial hier, Trailer und Artwork-Galerie und ja, ist jetzt nicht so umfangreich, aber naja, gut. Bei solchen Filmen kann man ja froh sein, dass sie überhaupt rausgebracht werden. Da muss man, ne, also ich meine, Bonusmaterial ist geil, aber ach, reden wir nicht drüber. So, dann haben wir hier die Produktspezifikation, Laufzeit 88 Minuten DVD, 92 Minuten Blu-ray. Und hier, wir haben einen DTS HD Master Audio 2.0 Ton in deutscher und englischer Sprache auf der Blu-ray. Bildformat ist 1,78 zu 1. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ja, innere Werte zählen, ja? Oh, ist vernäht. Schön hier, das Mediabook ist vernäht. Buchteil ist vernäht. Ist schon mal ein weiterer Pluspunkt. Kommt zu dieser Optik hier von außen schon mal und Bewegung. Ah, nahezu keine Bewegung drin, wenn wir das hier so. Toll, toll. Also toll verarbeitet, wirklich toll, 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 toll. Ich komme aus dem Jubeln nicht mehr raus. So, dann haben wir hier vorne die DVD drin liegen. Hinten die Blu-ray, die ist absolut identisch, nur dass unten halt ein blauer Streifen darauf hinweist, dass wir eine Blu-ray haben, während hier ein roter Streifen darauf hinweist, dass wir eine DVD in der Hand haben. So, dann haben wir einen farbigen Innendruck, der durchgeht, ebenfalls ein Bild aus dem Film scheint mir das zu sein, aber macht was her. So, wenn wir das hochhalten, sehen wir auch schon,
Mediabook ist schön in der Mitte. Ja, kann man also absolut nicht schimpfen. So, jetzt habe ich schon viele, viele Mediabooks von Soulfood in der Hand gehabt und der Aufbau des Buchteils ist eigentlich fast immer identisch. Wir haben vorne einmal genau die Credits bzw. die Darsteller und Produktnotizen und so weiter. Und dann haben wir hier an der Seite ein paar Szenebilder. Und auf der nächsten Seite setze ich das genauso fort. Also Szenebilder hier, ein großes, ganzseitiges Bild aus dem Film und hier ein Hinweis auf den Regisseur, was der alles so gemacht hat. Und auf der nächsten Seite widmen wir uns dem Hauptdarsteller Kiefer Sutherland. Hier nochmal in Jung. Hier ebenfalls mit ein paar Szenebildern. Und weiter geht's mit einem doppelseitigen Bild aus dem Film. Und hier haben wir Beau Bridges. Ist, glaube ich, der, ist das der Vater oder der Bruder von Jeff Bridges? Nee, ist der Bruder von Jeff Bridges. Der Vater ist ja Lloyd Bridges aus Hot Shots. Genau. Super, super, super. Schön gemacht. So, dann haben wir hier noch den Michael Madsen. Einer der Lieblingsschauspieler von Dr. Uwe Boll. Ja, schau, hört euch mal die Audiokommentare an. Unter anderem von, wie hieß der Vampirfilm? Blood Rain. Lacht euch kaputt. Ja gut, Michael Madsen ist halt ein schwieriger Charakter, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Ist das hier nicht Uwe Boll? Nein. Ich weiß, Spaß, ich mache nur Spaß. So, dann haben wir hier noch Beau Bridges, hier, da steht es auch Lloyd, Bridges wurde als Sohn des Schauspielers Lloyd und Dorothy, genau, hier, genau. Ja, ja, ich sag ja, der Sohn von, wir wollen ja hier auch nur das Teil ansehen und nicht groß drauf eingehen. So, dann haben wir ein paar Pressestimmen, was uns in dem Film erwartet, für den Fall, dass wir noch nicht ganz sicher sind, obwohl wir das Teil gekauft haben, ob wir den gucken sollen oder nicht, haben wir hier noch ein paar Pressestimmen. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Buchteil. Aber ich muss sagen, also dieses Mediabook, mir gefällt's. Also mir gefällt's richtig gut, liegt gut in der Hand, fühlt sich gut an, ist wertig, also auf jeden Fall toll. Und der Film selbst gefällt mir persönlich auch sehr gut, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. So, in diesem Sinne, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen informieren. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin heißt es, seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt geil.